Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition mit mir, Dakra. Ich meine, der vier berüchtigten Team, Rocket Brüder. Nur Rocket Brüder und nicht Team Rocket Brüder. Denn die Team Rocket Brüder sind andere Brüder. Okay, Surfer. Ja. Marschock. Ich habe damals einen Marschock gefangen und es geschockter Mar genannt. Also mit Abkürzung natürlich. Denn man kann ja nicht mehr als 10 Zeichen benutzen. Nein, ich bin raus. Egal, meine Brüder werden mich rächen. Oh je, Mini, bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silphco abgesehen haben. Ja, weswegen sonst? Ich denke mal nicht wegen der Mitarbeiter. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Du wagst es dich mit dem Team Rocket zu wieder... Was? Hä? Ach, ich sollte mal richtig lesen. Mein Problem ist, ich lese immer nur so Stückchen von dem Satz. Dann baue ich ihn mir so im Hirn zurecht und sprich ihn dann aus. Oft klappt das. Manchmal klappt das nicht. Okay, Level up. Zu weit. Okay. Weiterentwicklung gegen Vorentwicklung. Flügelschlag. Löwenzahn. Oh, Golbat gegen Golbat und Golbat gewinnt. Auf beide Flügel. Ja, da sieht man wieder, dass diese lila Stellen ja eigentlich vorne sind. Man könnte jetzt zwar denken, die sind vorne und hinten, aber erstens macht das keinen Sinn. Zweitens, man hat es ja im Anime gesehen. Duellen der Verräter und es wurde ja, ich glaube, das wurde gefixt in den neuen Generationen. Wenn du ehrlich und rechtschaffen bist, bekämpfst du das Böse. Hä? Das lese ich nochmal. Warum ist er jetzt plötzlich für das Gute? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden und gelesen? Egal, erstmal das Team zurechtlegen und dann lesen. Denn lesen bildet. Ja, okay. Aber wer sagt von sich aus, dass er nicht ehrlich und rechtschaffen ist? Ich meine, selbst böse Leute sagen ja irgendwie, dass sie gut sind. Dieser verdammte Präsident, warum will er ausgerechnet mich nach Tixie schicken? Nach Tixie? Wo ist Tixie? Okay, das ist interessant. Es gibt keine Stadt in Pokémon oder keinen Ort in Pokémon, der Tixie heißt. Also fällt mir zwar auf jeden Fall nicht ein. Vielleicht in den Spielen, die ich nicht gespielt habe, wie Ranger, was ich nachholen muss. Ja. Oder Pokémon XT. Colosseum habe ich gespielt. Nein, ich wollte eigentlich nach oben. Ja. Liegt an meinem Gamepad. Logitech, das hätte ich niemals kaufen sollen. Ich meine, damit kann man nicht mal Skyrim spielen. Der unterstützt. Skyrim unterstützt ja nur Xbox-Controller. Lächerlicherweise. Und dann überlegen, ob Dawnguard PS Only wird. Das ist ja richtig lächerlich.
Die sollen sich mal für eine Marke entscheiden. Und wenn schon das Hauptspiel ist, warum sollten die sich für ein Add-on was Explosives überlegen? Das ist Schwachsinn. Haben die... Ja, jetzt veröffentlichen die das zwar auch für alles, aber ja... Ich find's einfach nur lächerlich. Was so was die Entwickler manchmal so machen. Oder Publisher, oder wer das auch ist. Oh. Los, langes Ding. Nee, die Top-Beleber benutze ich von anders. Nämlich in der Pokémon-Liga. In der Pocket Monsters Liga. Oh, langes Ding, Level up. Ich hoffe, jetzt kann ich noch Sucker Level hochbringen. Sieht so aus. Wenn wirklich nur Sucker kämpft. Oh Gott. Okay, da muss definitiv ein Konfusstrahl her. Wieder so ein kleiner Mini-Leck. Ich verstehe es nicht. Ja, super Schall auch noch. Oh, das ist doch lächerlich. Warum hat mein Zacker nicht Konzentrator als Fähigkeit? Hä, was habe ich denn stattdessen? Was kann denn Golbat noch haben? Ach, zurückschrecken und nicht Verwirrung. Ach so, genau, so war das ja. Ultraschall. Ich bin nicht schwanger. Oh. Ja. So, noch eine Limonade. Oh, ich habe nicht mehr so viele. Das wäre ja kacke, wenn ich jetzt gleich nochmal hinlaufen müsste und Limonade kaufen. Das wäre richtig kacke. Ich könnte ausrasten, dann benutze ich jetzt einen Hyperheiler. Jetzt ist die Paralyse und die Verwirrung geheilt. Und wie es einfach nie getroffen wird von der Verwirrung, ich verstehe es nicht. Komm. Verletzt sich selber. Ah, wunderbar. Oh, das reicht nicht. Okay, wenigstens ein Smogon. Wenigstens das. So, das heißt, es kann uns nichts wie Statusprobleme geben. Ja, es kann uns nicht alle Statusprobleme leiden lassen. Denn wir sind immun gegen Gift. Oh ja, Rauchwolke, genau. Wow. Komm, noch das letzte Smogon. Dann beide Level up. Das ist dann perfekt.
Boah, wie lang der Kampf schon dauert. Nur weil ich so stur bin. Mist! Tixi, das liegt tief in Niemandsland. Okay. Die Musik ist schön. Bingo! KP plus O. X-Spezial, ja. Leck mir doch am A. Natürlich nur für Samen. Für ihn das Beste. Carbon, oh. Für schnelle Viecher. Obwohl, die sind ja alle schon schnell genug. Samen. Damit es noch ein bisschen stärker wird. Habe ich hier schon alles? Anscheinend. Okay, 6er Stock. Was? Hä, Büro des Präsidenten? Ich bin einer der vier berüchtigten Team Rocket Brüder. Okay, ich dachte, das Büro des Präsidenten wäre ganz oben. Hä, ich verstehe langsam nichts mehr. Oh, ich hätte nicht so verschwenderisch mit Gigasauger umgehen sollen. Samen ist zwar nicht so schnell, es ist sogar sehr langsam, aber ein bisschen schneller ist ja immer gut. Tut mir leid, Brüder. Warte nur, meine Brüder werden mich rächen. Okay, okay, okay. Zink. Spezialverteidigung. Ja, das passt sogar auf Samen. Ach ja. Protzer. Aha, interessant. Im strategischen Battling. Sehr interessant. Hier eher nicht so. Ein Kind im Gebäude, das musst du sein. Oh, Sandan. Ja, da wäre das jetzt nützlich gewesen. Also, hier, das. Obwohl? Nee. Nein. Bärentasche. Bärentüte. Ja, Yonago-Beere. Ja, Giftstachel bringt nichts. Nee. Ja, die Sache mit Gigasauger ist eben das mit den AP. Das ist wirklich kacke. Wirklich sehr, sehr kacke. Oh. Und besiegt. Na toll, ich habe verloren. Geh nach Hause, bevor mein Boss dich in den Boden stampft. Okay.
Aha, du dachtest wohl, ich arbeite für die CFK? Ich konnte den Namen aussprechen. Oh, oh. Okay, das mit dem Part wird jetzt eng. Oder ich... Genau, einfach im nächsten Part. Tschüss, bis zum nächsten Part.